Hey, willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Ich bin aber nicht allein, denn ich habe mir den Dean als Insta360-Experten dazu geholt. Guten Tag, ja, herzlich willkommen. Wir sind gerade in Schweden und haben für euch die Insta360 Ace Pro komplett auf Herz und Nieren getestet. Es wird richtig spannend. Es ist für uns, muss ich sagen, die beste Action-Kamera des Jahres. Definitiv. Sehr coole Funktion. Schauen wir uns in diesem Video an. Let's go! Ich habe von Insta360 auch einiges an Zubehör noch dazu bekommen. Da schauen wir uns auch ein paar Produkte in diesem Video an. Es ist sehr, sehr praktisch auf jeden Fall. Und generell gibt es von Insta360 super viel Zubehör. Und das erste Setup der Kamera ist hier auch wirklich schön simpel. Ihr müsst natürlich erstmal die Kamera anschalten und dann mit der Insta360-App koppeln bzw. die Kamera dort einmal aktivieren. Und dann seid ihr auch schon ready to go. Checkt auf jeden Fall am Anfang nochmal, ob ein Update da ist. Installiert das und ja, dann kann es auch schon direkt losgehen. Cool. Ganz klassisch im Action-Kamera-Design gehalten ist die Ace Pro auf jeden Fall. Sie wirkt super robust, aber auch super hochwertig. Sie hat ein angenehmes Gewicht und den austauschbaren Akku selbstverständlich auch am Start. Dieser lässt sich wiederum mit USB-C ganz entspannt aufladen, also so wie all eure anderen elektronischen Geräte hoffentlich auch. Extra zum Dazukaufen oder alternativ in eurem ausgewählten Bundle mit dabei ist eine Micro-SD-Karte. Ich persönlich würde es ein bisschen cooler finden, wenn bereits integrierter Speicher am Start wäre. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr praktisch, da man eben so nicht an bestimmten Speicher begrenzt ist, sondern eben wirklich so viel Speicher haben kann, wie man benötigt. Das Klappdisplay ist ebenfalls eine ziemlich nette Sache an der Ace Pro, denn dieses, ja, lässt sich eben aufklappen, haben nicht alle Action-Cams, aber es lässt sich nur dann aufklappen, wenn ihr auf beiden Seiten hier so Buttons drückt und dann könnt ihr es erst bewegen. Es sitzt also fest. Ja, gerade zum Vloggen und so weiter, dann sieht man sich auch gleich selbst. Und wir haben vorne noch ein weiteres kleines Display, da sieht man die aktuelle Kameraeinstellung, sei es zum Beispiel 4K 30 FPS oder vielleicht auch im Fotomodus, je nachdem, was ihr da eingestellt habt. Da wir jetzt in unserem Fall die Ace Pro haben, haben wir jetzt hier auch die Leica-Kooperation bezüglich des Sensors. Und zwar haben wir hier einen 1:1,3-Zoll-Sensor. Das ist auch der größte Sensor bei den Action-Kameras. Sorgt einfach dafür, dass man nochmal mehr Lichteinfall hat, gerade auch im Lowlight-Bereich natürlich, dass man nochmal mehr Informationen bekommt, dass das Bild einfach besser ausschaut. Aber so vom Sensor muss ich sagen, gefällt mir das ganze Bild qualitativ auf jeden Fall schon mal richtig gut. Kurz erwähnt, 48 Megapixel Fotos sind mit der Kamera drin. Ja, manche machen auch Fotos mit ihrer Actioncam. Aber was viel interessanter ist, ist der zweifache Zoom beim 4K-Modus. Ihr habt richtig gehört, denn ihr könnt zoomen. Das komplett verlustfrei in 4K, entweder durch Doppeltippen aufs Display oder durch einen Button auf dem Display. Das ist komplett euch überlassen. Ein sehr nettes Feature. Ihr könnt einfach reinzoomen, habt keinen Verlust und somit eben noch näher ins Detail gehen. Genau, und wenn ihr auch mal Slow-Mo-Videos machen möchtet, wie dieses hier beispielsweise, immer super eindrucksvoll, dann geht es in 4K mit bis zu 120 FPS. Und wenn ihr nur Full HD aufnehmen möchtet, dann habt ihr sogar bis zu 240 FPS, also achtfach langsamer sozusagen. Und das ist auf jeden Fall echt beeindruckend und macht einfach super viel Spaß. Der Freeframe-Modus ist für Content-Creator ziemlich interessant, denn hier könnt ihr erst im Nachhinein entscheiden, in welchen Formaten ihr das Video schneidet. Hochformat, Querformat oder Quadrat, alles gar kein Problem. Gleiches gilt auch fürs Menü, denn dieses passt sich auch automatisch an, ob ihr jetzt gerade im Hochformat oder eben im Querformat seid. Sehr, sehr praktisch eben für TikTok und so weiter oder eben ganz klassisch für YouTube im Querformat. Ja, generell das ganze Menü, muss ich sagen, von der Aufbearbeitung finde ich super einfach zu verstehen. Das Ganze geht auch durch Wischgesten. Da kann man zwischen den verschiedenen Modi wechseln. Kamera, Foto, Slow-Mo und so weiter. Hier sehen wir dann viele verschiedene. Es gibt auch Voreinstellungen, die ihr tätigen könnt. Zum Beispiel extra fürs Radfahren, Skifahren und so weiter. Wo ihr dann auch genau einstellen könnt, mit welcher FPS-Anzahl und so weiter ihr das Ganze aufnehmen möchtet. Das ist super intuitiv. Ihr könnt euch auch gleichzeitig dann auch schon mal über das Display die Videos, die ihr aufgenommen habt, anschauen. Auch super praktisch. So kann man direkt unterwegs gucken, ob alles direkt passt oder ob man es vielleicht mal neu filmen muss. Also generell von der Menüführung ist das hier super gut gelöst bei der Insta360 Ace Pro. Wenn ihr die Kamera mal nicht griffbereit habt, aber sie trotzdem bedienen müsst, dann braucht ihr jetzt keine Fernbedienung oder ähnliches. Ihr könnt sie auch mit Gesten bedienen und das geht entweder mit einer Handerhebung, dann startet ihr ein Video und beendet dieses auch. Und ihr könnt auch Fotos machen, indem ihr Peace macht, dann startet ein 3-Sekunden-Countdown und ihr bekommt ein Foto.
Dann gibt es aber auch noch als Zubehör eine Fernbedienung und die finde ich auch super nice. Zum Beispiel seid ihr Skifahren oder Radfahren und habt die Kamera auf dem Helm, dann seht ihr natürlich jetzt nicht, passt das Framing oder filme ich gerade. Manchmal kriegt man das nicht so gut mit. Das vibriert zwar beim Filmen und es leuchtet auch ein rotes Licht, aber wenn es auf dem Helm ist, kriegt man das nicht unbedingt immer so mit. Dann gibt es eine Fernbedienung, da kann man dann auch genau sehen, was man aufnimmt und kann dann auch direkt die Aufnahme starten. Natürlich könnt ihr die Kamera auch zum Vlogging benutzen. Haben wir auch öfters benutzt, gerade auch mit diesem Selfie-Stick ist das hier wirklich praktisch, dieser Invisible Selfie-Stick. Da gibt es auch eine KI-Funktion in der App, dass dieser rausgerechnet wird in der Aufnahme, wenn er zu sehen ist. Und jetzt gebe ich euch nochmal einen kurzen Eindruck von der Mikrofonqualität. Nun gibt es an dieser Stelle auch nochmal einen kleinen Eindruck von der Mikrofonqualität der Kamera. Ich habe nichts nachbearbeitet beim Ton. Alles, was ihr jetzt hört, ist so aufgenommen und ja, direkt so wird es gespeichert. Ich muss sagen, zum Vloggen ist es auf jeden Fall echt perfekt, gerade auch mit diesem Invisible Selfie Stick. Da kann man die Kamera dann hier gut in der Entfernung vor sich halten, sodass man auch nochmal mehr aufs Bild raufbekommt. Man kann es natürlich auch einfach so in der Hand halten, aber so ist es wirklich auf jeden Fall echt entspannt und ja, könnt ihr mal in den Kommentar schreiben, wie ihr so die Mikrofonqualität seht oder hört. Ich muss sagen, mir gefällt sie auf jeden Fall richtig gut. Also, jetzt geht's zurück zum Video. Jetzt haben wir natürlich viel über die Kamera gesprochen mit den ganzen technischen Daten und so weiter, aber jetzt wird es natürlich Zeit, um ein paar Eindrücke hier euch mitzuteilen. Und zwar alles, was ihr jetzt seht, ist mit der Kamera aufgenommen, so könnt ihr euch einen direkten Eindruck von der Bildqualität machen. Film ab! Kommen wir zu einem Fazit und dieses ist, wer hätte es gedacht, ziemlich positiv, oder? Also ich meine, ja, die Kamera ist super stark und vermutlich die wohl stärkste Kamera, die man aktuell kriegen kann. Genau, man bekommt einfach super viel geboten für den Preis und ich finde auch diese ganzen KI-Funktionen oder auch die Funktionen in der App super praktisch, denn in der App an sich gibt es auch noch viele Anleitungen, damit ihr euch einfach kreativ ausleben könnt mit der Kamera und da wird auch noch genau gezeigt, wie muss man die Einstellungen vornehmen, welches Equipment braucht man, um halt einfach diese, ja, diese Filme dann machen zu können. Und generell vom Design muss ich sagen und auch von der Bildqualität, Tonqualität ist es hier einfach ein super gutes, durchdachtes Gesamtprodukt. Es hat uns super viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt noch ein bisschen rodeln, filmen noch mal ein bisschen mit der Kamera. Jupp. Und
Dann sehen wir uns auch schon wieder im nächsten Video. Vielen Dank an Gene, dass du dabei warst. Danke, dass ich dabei sein durfte. Auf seinem Kanal gibt es auch noch spannende Videos. Checkt das auf jeden Fall aus. Und falls ihr noch kein Abo da gelassen habt, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Gerne. Bei beiden Kanälen. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut. Ciao.